und herzlich willkommen bei Chris is Delicious. In meinem heutigen Video zeige ich euch meine Küche und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Das Video ist auf jeden Fall für die interessant, die gerade eine Küche planen wollen, die gerade unzufrieden sind mit ihrer Küchenorganisation, ja, und die einfach neugierig sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Den ersten Tipp, den ich euch schon mal geben kann, ist, dass ihr euch im Voraus schon mal Gedanken macht, wie viel Platz ihr für welche Sachen in der Küche braucht. Also was habe ich, was benutze ich viel und was soll auf jeden Fall in der Küche verstaut werden. Als zweiten Tipp kann ich euch mitgeben, sucht euch eure Küchengeräte schon vorher aus. Ich habe mich vorher schon für den Hersteller entschieden, für die gewissen Backöfen mit den Seriennummern. Das ist auf jeden Fall hilfreich, dass ihr schon vorher wisst, was ihr wollt, weil man nämlich in dem Gespräch habe ich festgestellt, zumindest unsere Berater kannten sich mit den Geräten nicht so aus und auch nicht mit den Funktionen, die können, kann man ja auch gar nicht. Also das kann man ja auch einem Küchenplaner gar nicht auferlegen, dass er von jedem Hersteller jedes Gerät kennt mit den jeweiligen Funktionen. Deswegen ist es hilfreich, ihr macht euch vorher Gedanken, was soll mein Backofen oder mein Herd können und welches Produkt brauche ich. Und als dritten Punkt, unter dem man in ein Gespräch geht, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher sein eigenes Budget festlegt. Denn so könnt ihr dann im Gespräch mit dem Berater auch entscheiden, ob ihr mehr Wert auf die Küchenmöbel legt oder auf die Küchengeräte. Und mein letzter Tipp, bevor ich euch endlich die Küche zeige, ist, dass ihr eure Küche schon mal mit einem Küchenplaner vorplant. Unser Küchenhersteller hat das direkt auf seiner Website online angeboten. Da habe ich dann einfach die Küchenmaße eingegeben und konnte dann mir schon da quasi Möbel aussuchen, Fronten aussuchen und schon mal so in etwa vorplanen, wie ich das haben will. Natürlich entscheidet man dann live vor Ort auch nochmal anders oder gewisse Dinge gingen dann doch nicht, wie ich es online geplant habe. Genauso auch wie die Küchenfronten, die sucht man sich dann natürlich live aus, wenn man die Farben und die Sachen live sieht und in der Hand hält, nochmal so aus. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, schon mal vorzuplanen, wie viele Schränke man für was benötigt. Also ich habe quasi in meiner Küchenplanung vorher schon gewusst, dass ich in den Schubladen das verstauen kann, in den Schubladen das, in denen das. Und so wusste ich, dass ich auf jeden Fall viel, da ich ja viele Küchenhelfer besitze, auch viele Schubladen benötige, mit Besteck einsetzen. Ja, und wenn man nämlich da schon mal weiß, was man braucht, lässt man sich dann auch nicht beirren von den Beratern, denn die kochen nicht oder kochen oftmals nicht und das merkt man auch. Und wenn man dann selber schon mal weiß, was man braucht und was man haben will, ist man da auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch schon mal die Küche. So, jetzt seht ihr auch mal die Küche im Ganzen. Also ich habe quasi eine Kochinsel geplant, die ist auch auf jeden Fall für alle praktisch, die so eine Körpergröße haben wie ich vor allen Dingen, weil mit Hochschränken kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich komme nämlich nur an die ersten zwei Regale oben dran und dann brauche ich auch einen Hocker. Und da finde ich es total praktisch, dass man hier die Schubläden einfach aufmachen kann und alles griffbereit hat, was man braucht. Ich habe meine Küche in Zonen eingeteilt. Also hier, den ihr jetzt hier seht an der Kochinsel, das ist meine Koch- und meine Backzone. Hinten der Bereich sind natürlich die Backöfen, unten drunter dann das Zubehör, genauso auch wie den Waschbereich, den Müllbereich und Kaffeetassen zur Kaffeemaschine passend. Auf der anderen Seite die Teeecke, wo der Wasserkocher rechts auf der Seite steht. Und dann habe ich auf dieser Seite einfach die ganze Anrichterzone auf der Kochinselseite. Auch passend zur Spülmaschine, die da hinten ist, kann man dann immer direkt seitlich stehen und alles in die Schubladen einräumen. Und jetzt zeige ich euch die Schubladen nochmal einzeln. Fangen wir einfach mal bei dem Kochfeld an. Hier habe ich mich für die Serie 8 von Bosch entschieden mit einem integrierten Dunstabzug. Ich bin total begeistert von dem Herd und der schafft es wirklich, alles richtig einzusaugen. Das Reinigen ist auch ganz einfach. Man entnimmt hier den Dunstabzug, kann den dann hier am besten kopfüber in die Spülmaschine stellen und so wird alles sauber. Und das sollte man natürlich in regelmäßigen Abständen reinigen, genauso wie da drinnen den Bereich. Unter dem Backfeld habe ich in der oberen Schublade meine Pfannen und unten drunter die Töpfe.
zeige euch das mal. Hier habe ich mich für die Pfanne entschieden, weil durch den Dunstabzug hier ein Teil quasi geklaut wird von der Schublade. Da die Pfannen flach sind, passen die da unten perfekt rein. Und hier unten drunter habe ich die Töpfe, genauso wie die Siebe, Unterlagen und den Perfect Cook Sensor. Den liebe ich total. So, rechts von meinem Kochfeld habe ich hier oben eine Steckdose integriert. Die hat zwei Stecker und einen USB-Stick. Der ist ganz praktisch, wenn man dann hier die Küchengeräte anschließen kann und auch noch nebenbei sein Handy laden kann oder sein Tablet. Das benötigt ich zum Beispiel zum Kochen ständig. Dann in der Schublade habe ich direkt alle meine ganzen Kochhelfer. Ich habe hier in den oberen rechts und links immer eine integrierte Schublade und dementsprechend unten drunter nochmal Platz für alle Gewürze und habe auch hier meine Reiben verstaut, damit ich alles vom Kochfeld, wenn ich hier stehe, auf meiner rechten Seite griffbereit habe. Finde ich super praktisch und würde ich auch immer wieder so planen. Unten drunter habe ich alle Kochsachen, sowas wie Reis, Milchreis und sowas alles. Und auch ein kleines Lager zum Brotbacken. Und außerdem hier auch noch meine Reiben, passend oben für die Arbeitsfläche, weil ich eigentlich hier ist so meine Hauptzone zum Arbeiten. Eigentlich lustig, weil die Küche ist so groß, so viel Platz. Und ich benutze immer diesen kleinen Fleck. Dann links von meinem Kochfeld steht ja auch oben drüber schon die KitchenAid. Die passt natürlich perfekt zu meinem Wasserkocher deswegen. Und weil ich die auch einfach liebe optisch, hat die den Platz oben verdient. Und unterhalb der KitchenAid habe ich dann in der Schublade alle Backsachen einsortiert. Ich habe das einfach auch wie auf der anderen Seite mit dem Besteckkasten. Habe das hier auch so integriert, dass ich das aufmachen kann. Und hier unten drunter die wichtigsten Backzutaten habe, wie Pistazien, Mandeln, Mandeln gemahlen, Rosinen, Schokoraspel, Backkakao und dann auch hier sowas wie Backpulver, Vanille und alles Mögliche, was ich so brauche. Dann meine Helferleins hier, also dass ich quasi eigentlich alle Backsachen, die wichtig sind, griffbereit habe. Unten drunter habe ich mir hier nochmal so eine Organisation reingetan. Ich glaube, der hieß Space Text. Auf jeden Fall kann ich dann hier die ganzen Deckel und sowas verstauen. Die Backmatten und Ausrollstäbe habe ich hier verstaut. Und die großen Backschüsseln. Der Bereich hier hinten besteht aus meinen zwei Backöfen. Da habe ich auf dieser Seite habe ich einen Backofen, der alle Funktionen hat, der zusätzlich den Dampfstoß hat und der eine Mikrowelle besitzt. Das ist auch praktisch, wenn man ganz schnell was erwärmen will, wie Butter schmelzen oder sowas, finde ich den auf der Seite sehr praktisch. Den liebe ich auch. Oben natürlich auch ein bisschen Platz für Deko. Und unten drunter habe ich alle Stoneware- bzw. Backofenprodukte, die ich benutze. Da habe ich einfach die James und Zauberstein und alles, was ich wirklich regelmäßig benutze, befindet sich in diesem Schrank. Und die Backhandschuhe habe ich natürlich hier einfach an so einen Haken hängen. Die habe ich dann auch immer griffbereit, wenn ich an den Backofen muss. So, den Bereich habe ich einmal links eingeteilt in der Kaffeemaschine und rechts mit dem Deluxe Airfryer. Den benutze ich auch sehr häufig, deswegen hat er den Platz hier verdient. Passend zur Kaffeemaschine habe ich in den oberen Schränken einmal die ganzen Kaffeetassen und Espresso-Tassen und sowas. Und oben die Sachen, die ich nicht so häufig benutze, wie die Gläser, die ihr da seht, die sind im Sommer ganz hilfreich mit Kindern, mit Strohhalmen, damit alles zu ist. Also alles, was ihr ständig braucht, würde ich immer auf Augenhöhe machen. Und alles, was man nicht so braucht, kommt einfach dahin. Über dem Waschbecken habe ich dann hier die ganzen Gläser und Teesorten, die wir immer so brauchen, einfach einsortiert. Und auf der rechten Seite die Teetassen dazu. Und wie immer, die Sachen, die ich nicht so oft brauche, sind oben und das, was wir ständig benutzen, ist unten. Und der Deluxe Airfryer steht hier. Dann habe ich hier mein Waschbecken.
Da habe ich mich ja hier für Grohe entschieden. Ich liebe den Wasserhahn von seinen Funktionen, bin aber etwas enttäuscht, dass der doch spritzt. Also hier mit diesem Drehteil kann man die Stärke einstellen auf wenig und starken Wasserstrom. Hier unten kann man die Temperatur regulieren und anschalten tut man den, indem man dann hier einfach drauf drückt. Und man kann ihn auch noch rausnehmen und dann hier spülen. Eigentlich besitzt der den Lumiar-Strahl und soll nicht spritzen, aber je nachdem, wie der da unten aufkommt, hat man dann doch das Waschbecken nass gespritzt. Da bin ich etwas unglücklich, aber damit müssen wir jetzt leben. Das Waschbecken liebe ich auch total. Da muss man sich natürlich entscheiden, was brauche ich und was ist mir wichtig, da wir eigentlich alles oder fast alles hier unten in der Spülmaschine reinigen und ich nur die Sachen wie Pfannen und Backbleche hier drinne wasche und große Sachen, wollte ich unbedingt einen großen Rahmen haben, wo ich auch ein ganzes Backblech reinstellen kann und einweichen kann. Und dafür liebe ich das. Und wenn man doch was hat, was irgendwie abtropfen muss, dann kann man hier die Teile benutzen. Und die Abgitterteile, also das war quasi alles inbegriffen, kann man zum Beispiel hier auch als Abkühlgitter benutzen. Ist auch ganz praktisch. So, kommen wir zu den Schränken unterhalb vom Waschbecken. Da mussten wir einmal hier einen schmaleren nehmen, damit wir hier die Reihe voll planen konnten. Und haben uns dann hier für den schmalen Bereich links vom Waschbecken habe ich mich entschieden, einfach Küchenhandtücher reinzumachen. Habe dann unten Backpapier und alles zum Einpacken, was ich nicht so häufig benutze. Und in der Zwischenablage habe ich dann hier nochmal das Lager von Waschlappen und Trockentüchern. Und das brauche ich eigentlich nicht so oft, dieses Gitter hier zusätzlich für oben, weil ich ja keine Abtropfmöglichkeit habe, das als Abtropfmöglichkeit zu benutzen, habe ich, glaube ich, nur einmal benutzt. Also hätte ich mir auch sparen können. Unter dem Waschbecken habe ich den Müll. Ich hätte es gerne anders geplant, aber das ging nicht. Ich wollte eigentlich den Müll quasi da haben. Aber dafür hat dann die Schubladengröße nicht gereicht. Aber das ist nämlich praktisch, wenn der Müll links, also hier wäre. Denn wenn man nämlich hier am Waschbecken wäscht, muss man da nicht immer zur Seite gehen, weil der den Tisch abräumt, etwas in den Müll werfen muss. Das System haben wir auch einfach ganz einfach vom Blanco gewählt, haben Biomüll und einen Restmüll, was ich euch auch immer empfehlen kann, das haben wir in Österreich aus dem Urlaub gesehen, dass die den Restmüll auch abdecken. Und das ist schon praktisch, weil der stinkt natürlich, ne? Und so hat man dann alles zu. In der oberen Schublade ist dann hier, lagere ich dann einfach alles zum Reinigen, mein Spülmaschinenreiniger, Schwämmchen, Müllbeutel, alles, was ich zum Schrubben brauche, auch inklusive der Bürsten. Rechts vom Waschbecken habe ich dann die Spülmaschine. Wir haben alle Geräte von Bosch und der Serie 8. Die ist ja eine extra sparsame Spülmaschine und besteht aus drei Teilen. Unten quasi die großen Sachen, die Tassen. Und dann fand ich ganz, ganz wichtig, dass wir auch einen Besteckkasten haben. Das finde ich auch, würde ich auch immer wieder so nehmen. Was ich halt bei allen neuen Spülmaschinen schade finde, ist, dass die, wenn man die reinigt und das Reinigungsprogramm laufen lässt, man die trotzdem die Körbe, also auf jeden Fall in dem Bereich und dem Bereich rausholen muss und dann reinigen muss mit der Zeit, weil sich da dann immer Ablagerungen in den Ecken ansammeln. Aber ich glaube, das ist, weil alle Geräte energiesparend sind heutzutage, vermutlich bei allen so. Zumindest wenn man das nachliest, liest man immer, dass die zusätzlich gereinigt werden müssen. Kommen wir zum rechten Teil. Da habe ich auch noch einen Backofen. Das ist ein Dampfbackofen. Also der da hat die Dampfstoßfunktion. Das heißt, da kann ich beim Brotbacken immer einen Dampfstoß dazugeben. Und der kann ich komplett dampfen. Das bedeutet, ich kann da Dampfgarn von Obst und Gemüse, kann da einkochen, alles was mit 100 Grad mäßig eingekocht werden muss, kann Sachen sterilisieren, das finde ich total praktisch und sonst kann der auch alle Backfunktionen, Ober-, Unterhitze, Heißluft, der hat halt nur keine Mikrowelle integriert.
Und ich würde es auch immer wieder so planen, dass ich mir 2 Backöfen, das war für mich das ganz, ganz Wichtige, weil ich ja so viele Kuchen backe und auch im Winter mit Plätzchen backen. Es ist einfach nur total praktisch. Wenn mein Besuch kommt, hat man auch einfach nicht mehr das Problem, dass man sich für irgendein Gericht entscheiden muss, weil man nur einen Backofen hat. Und so kann ich in dem einen das machen, in dem anderen das machen und kann meine Backofengerichte auch herstellen und zubereiten, wenn wir auch Besuch kriegen. Und unten drunter habe ich hier, also die sind die einzigen Schränke unter den Backöfen, die keine Schubladen haben und die so Einlegeböden haben. Hier habe ich meinen Thermomix verstaut. So, kommen wir jetzt zum letzten Teil der Küche, die Anrichtezone. Da habe ich auch jeweils 3 Schubladen oben und unten. Und wir fangen einfach mal wieder hier an. Hier ist ja quasi direkt der erste Schrank zur Spülmaschine hin. Deswegen habe ich hier Besteck geplant, das, was man halt häufig benutzt. Da ist unser Besteckkasten, einmal mit Mias Teilen und dann unsere Sachen, die wir brauchen. Hier habe ich auch wieder unten drunter die Möglichkeit, Teller zu stapeln, weil das ja wieder eine flachere Schublade ist. Unten drunter habe ich dann alle Schüsseln, alles, was man hochstapeln kann. Alle Schüsseln, die wir ständig brauchen. In der Mitte haben wir unsere Müsli-Ecke. Da wollte ich eigentlich ursprünglich ein Regal drin haben, als was dekomäßig beleuchtet ist. Das ging aber dann irgendwie nicht. Was ganz gut ist, weil wir jetzt hier unsere Müsli-Ecke haben. So können wir uns alles rausholen, was wir brauchen. Hier sind die ganzen Toppings in den kleinen, in den großen sind die Müsli-Sorten. Und hier ein Tablett mit den süßen Sachen. Das gibt es nur sonntags bei uns, wenn es Brötchen gibt. Wenn der Opi Brötchen holt. Unten drunter Chaos-Schublade. Ja, die kann ich auch nicht schöner gestalten, deswegen zeige ich euch, wie sie ist. Hier sind alle Auflaufformen, also Aufbewahrungsdosen, Gläser, ja, und auch Tupperzeug, was ich auch, um ehrlich zu sein, wirklich ganz wenig benutze, aber irgendwie kann man sich dann doch nicht trennen, ne? Deswegen habe ich so ein paar Sachen hier oben gelassen und mit Kids sind dann so kleine Dosen doch, wenn man draußen unterwegs ist, auch praktischer, als wenn man Glas hat, weil sonst benutze ich ja hier die ganzen oder für den Kühlschrank immer die Glassachen von Pampersjack. Die mit Deckel. Und kommen wir zur letzten Schublade. Da habe ich mein Zwillinggerät und auch meinen extra Besteckkasten, wenn Besuch kommt. Hatte ich nämlich auch mega, dass ich die hier quasi das Besteck, wenn Gäste kommen, konnte ich dann auch hier einfach reinlagern und musste nicht immer die Boxen holen. Dann habe ich hier Weggläser. Die habe ich vor allen Dingen beim Brei machen immer ständig benutzt und hab die dann öfters gebraucht. Und für Nachtisch eignen sich die super, deswegen habe ich die kleinen Türkengläser oben. Ja, und dann habe ich hier natürlich auch noch meine ganzen Ölsammlungen, ätherische Öle. Da, die sind auch neu eingezogen bei uns. Und in der Ecke habe ich ja schon gesagt, habe ich meine Zwillingsecke, das Vakuumierset. Hier oben in der Schublade, in der flacheren, habe ich wieder die flachen Auflaufformschalen und die Beutel und unten drunter habe ich dann die kleinen Boxen, die ich eigentlich ständig im Gebrauch habe. Ihr seht, die sind gerade voll, das heißt, ich muss meinen Kühlschrank wieder organisieren und ja, und die Isolierschüsseln, die habe ich auch hier gelagert. Wenn ich nämlich Essen vorbereite und dann die Kids vom Kindergarten hole, dann kann ich immer das Essen da reinmachen und es bleibt warm und wir können es warm genießen. Und ich habe keinen Ärger, wenn ich nach Hause komme, dass das Essen noch nicht fertig ist. Und zum Schluss nochmal hier oben auf der Arbeitsfläche habe ich die Sachen, die ich ständig brauche, sowas wie Öl, Salz, Pfeffer, habe ich hier oben stehen. Das empfehle, also würde ich auch immer wieder so machen. Es sieht natürlich schöner aus, wenn eine Kochinsel gar nichts draufstehen hat oder nur Blumen, aber das entspricht natürlich nicht dem Alltag. Und so hat man die Sachen, die ich auch alles dreckig machen, oben griffbereit, kann die nach dem Kochen direkt abwischen und hat alles sauber, anstatt immer wieder, weil die Dinge, wo man immer wieder hier die Schubladen aufmacht und dann beim Kochen oder Backen schmutzige Finger hat, hat man dann quasi die Sachen direkt oben und saugt dann nicht alles ein. Und das Messerbesteck habe ich natürlich noch hier oben. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt habt ihr auch ein bisschen mehr Einblick in meine Küche, weil bei dem Videodrehen ist es immer schwer, sich da irgendwie durch die Insel und die Wand dann da direkt ist, zu filmen und eigentlich sieht man die Küche gar nicht. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Tipps geben und vielleicht für den einen oder anderen die richtige Inspiration. Ich konnte natürlich meine Küche jetzt auch so planen,
weil ich auch noch eine Speisekammer besitze. Die ist ja direkt hier quasi. Also hier ist der Herd und dann kann ich immer direkt nach hinten und direkt alles, was ich brauche, daraus holen. Und der Kühlschrank steht natürlich auch direkt hier. Den habe ich gar nicht gezeigt. Den haben wir in die Wand eingelassen. Da bin ich auch mega happy drüber. Wenn ich nämlich keine Speisekammer hätte, müsste ich natürlich da auch etwas mehr Schränke planen. Dann hätte ich wahrscheinlich da hinten, wo die Backöfen sind, eine komplette Schrankwand gemacht. So konnte ich das natürlich etwas offener lassen. Und ich nutze, oder ja, eigentlich nutze ich das noch weniger, aber es kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr, wenn ich mehr Sachen einkoche und fermentiere. Die Sachen kommen dann natürlich in den Keller, wo es kalt und kühl ist. Da kann man im Winter auch sowieso super Obst und Gemüse lagern. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann. Tschüss.